Willkommen zurück zu einer neuen Folge aus Estancia Lapache oder so, zusammen mit dem Tom von SimuTube. Genau, hallo YouTube, hallo Internet, und wir spielen das neue Dings-Add-on. Platinum. Genau. Ich suche gerade den Helfer. Der muss doch hier irgendwo rumfahren. Welcher denn? Ach, Feld 2 ist das, ne? Ah, jetzt wird's aber dunkel. Der Mähdrescher ist ja, da unterwegs. Ja. Da habe ich ihn entdeckt. So. Ich glaube, ich habe keine Berechtigung dazu, deswegen müsstest du, glaube ich, einmal kurz den Drescher aufrüsten, den Gruber aufrüsten. Du kannst einfach in den Traktor reinspringen. Oh. Hey? Wo bist du? Ach so, hier. Ich war gerade verwirrt. So. Konfigurieren. Design. Saatguttank. 5000, das ist doch gar nicht so teuer. Mhm. Die Frage, wie haben wir es denn noch, wollen wir noch ein paar Kühe kaufen oder sparen wir lieber für ein Feld? Was ist der Titel? Das ist ja blöd, dann müssen wir jetzt immer noch, es gibt keinen Kunstdüngertank, den wir auch noch dran machen können, oder? Nee, leider nicht, das ist alles. Ach so, das ist ja blöd. Ach so, und die andere kann beides gleichzeitig, ne? Ja. Ach so, so bist du immer, naja, gut. Ja. Naja. Sieht gut aus. Nicht gut. Die Frage ist, kannst du damit an den noch grubbern? Also wenn du sagst, ich will nur grubbern, ohne sehen? Oder sagt er dann, hey, nee, du hast kein Saatgut? Ich denke nicht, dass das geht, grubbern ohne sehen. Deswegen wäre ich fast dafür, dass wir den Grubber dann gegen eine Direktsaatmaschine austauschen. Die dann vielleicht nicht von Star ist, aber die sind alle sehr, sehr teuer. Kann ich mal gucken, was es im Angebot gibt. Doch diese Tiefenlockerer noch und so. So. Multikultivator gibt es noch, aber der kann. Ach so, der grubbert quasi und düngt. Aber der kann wieder nicht sehen. Auch dämlich. Obwohl, wir könnten uns auch so einen Düngerstreuer einfach hinten ranhängen. Der kostet ja auch nichts. Der kostet 6000 oder so. Und dann können wir schnell nochmal über die Felder drüber heizen. Dann machen wir es vielleicht so. Das ist relativ flott gemacht. Ja. Lass uns einfach diesen Querneland-Düngerstreuer dann noch. Aber da müssen wir den ganz kleinen Witz haben. Ja, oder du kannst auch den größeren nehmen. Der Radius ist ja relativ groß. Ja, da muss man ja nur zweimal übers Feld fahren oder so, und dann ist schon das ganze Feld vorbereitet. Und dazu müsste man natürlich dann auch gleich. Ist bei den Direktsaatmaschinen, glaube ich, auch so. Haben wir denn was zum Reinpacken in das Ding? Was kauft man da? Mineraldünger, ne? Oder haben wir den noch? Wir haben den noch auf dem Hof. Kannst du natürlich auch mal wieder ein paar Paletten kaufen, aber eigentlich. Ja, einen kaufen, den kann man, wenn er hier gerade steht, dann kann man ja. Den hier gerade auffüllen. Ah, es wird wieder hell. Oh. Dann wird es jetzt spannend. Ah, die große Zuckerrohrente steht an. Da freue ich mich jetzt drauf. Genau, ein bisschen schneller. 6 Uhr wäre gut, ne? Ja. 6 Uhr. Bauern stehen früher auf, ne? 4 Uhr oder so, ne? Stehen die sicherlich schon auf. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ich muss mal eben den Drescher abtanken. Du kannst ja mal anschmeißen, wenn's geht schon. Die Zuckerrohrmaschine. Ja. Ja, probieren wir mal aus. Ah, das sieht gut aus. Oh wei, oh wei, oh wei. Na dann mal Attacke. Der Helfer kann das aber nicht alleine, ne? Zufällig. Doch, das glaube ich schon. Mit Anhänger, meinst du? Bestimmt. Soll ich mal ausprobieren? Ja, testen wir mal. Okay, machen wir mal an die
den ganzen Bums hier. Und. Ja, locker. Schafft der Helfer. Cool. Das ist ja mega. Klasse. Wir müssen, glaube ich, relativ oft abtanken. Aber man es kann ja auch mehrere von denen. Es bleibt ja nichts stehen, oder? Oder doch? Nee. Wächst dann einfach so nach. Keine Ahnung. Das ist ja toll, dass sie das machen, weil das ist ja wirklich, ne? Guck mal, wenn du das ganze Feld hier. Da brauchst du starke Nerven, glaube ich, ne? Oder? Ja. Vor allem. Ist ja gar nicht so einfach, das mit diesen Einreihern zu machen. Sieht toll aus. Wie, wenn, ich verstehe jetzt nicht ganz, wenn der jetzt komplett zurückfährt, also wenn der hier einmal dreht und dann zurückfährt, dann macht der das ganze Feld kaputt, oder? Dürfte eigentlich nicht machen. Also ich glaube, der Helfer macht das, glaube ich, nicht kaputt. Ja gut, aber wenn wir das jetzt machen würden... Dann würden wir es, ja, das nicht überfahren, ja. Dann müssen wir immer wieder zurück und wir dürften nur in eine Richtung. Man, das ist ja der Hammer. Das wäre verdammt kompliziert. Ich mag den Drescher übrigens. Irgendwie. Weiß ja? Nicht. Der ist so irgendwie. Der ist ein bisschen anders, ne? Aber ich finde den. Mit so einem Ding ernten, das ist doch Entspannung pur bestimmt, wenn das nicht gerade einfach ist, das Feld fertig zu kriegen. Ja, ja, gut. Ja, gut, vielleicht auch nur eine gewisse Zeit, wenn jetzt hier 45 Grad runterbrüten, dann, ja. Naja, ich mach mal die Saatmaschine fertig. Wir müssen hier, glaube ich. Ich weiß nicht, wie schnell das geht mit dem. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dieser Überladecontainer ist relativ flott fertig. Das. Guck mal gerade. Komm ja, mal kurz in den Dings rein. Ja, Moment. Huch. Man sieht überhaupt nichts. Man sieht überhaupt nichts von dem Traktor, wenn man drin ist, ne? Nee, Moment. Das fährt einfach so, ach so, weil der komplett im Feld ist. Völlig unrealistisch, wie das gerade geernt wird. Ja. Als ob das so geerntet wird. Nee, das. Boah, das ist skandalös, wie der Helfer hier arbeitet. Das hätte Giants besser umsetzen müssen. Ja, das ist eine völlige Katastrophe, was hier gerade passiert. Das stimmt. Also, es sieht erstmal lustig aus, aber eigentlich ist es eine Katastrophe. Das hätte man besser hinbekommen müssen. Völlig unrealistisch, wie der das erntet. Als ob die durch ihr Feld da durchbrettern. Ja, wird ja gut, vielleicht säen sie es anders an, das kann natürlich sein. Dann säen die vielleicht nur so einzelne Reihen an. Das passt dann vielleicht wieder, das könnte sein, das weiß ich nicht. Aber eigentlich, also so wie es jetzt gerade ist, ist es eigentlich großer Quatsch. Ja, das ist das Doofe auch, wenn du dann in so einem Fahrzeug drin sitzt. Auch in dem, was geil ist hier, wie weit er diese Späne schmeißt hier. Hm. Ist er voll? Ja, fast. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie du ablädst. Ja, auf falsche Seite. Sicher? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja, der sagt okay. Ja. Ich bin nicht zu weit weg. Naja, ich glaube, es könnte passen, vielleicht. Dann kippen wir jetzt doof. Probieren wir es mal aus. Ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Das Rohr ist auch im Weg irgendwie, oder? Ja. Okay, da passiert nichts. Brauchen wir vielleicht doch einen zweiten Traktor? Das Problem ist halt, dass der erste Anhänger so weit weg ist. Ah, die müsste man zwei haben davon und dass man den jetzt einfach abkoppelt und dann kann er gleich zack weiter ernten. Ja. Ja. Mal einen anderen Traktor ran. Ja, ich glaube, es ist besser tatsächlich, wenn man irgendwie ranfährt mit einem zweiten Traktor. Ja. Das ist schon relativ schwierig. Warten wir mal. Hier ist noch einer, ne? Der Messer Ferguson steht hier noch direkt um die Ecke. Achso.
Dann. Das ist schon ziemlich guter Ertrag, muss ich schon sagen. So. Ja, wie viel hast du drin? 10.000. Oh, guck mal, da wachsen die ersten Pflanzen schon wieder nach. Das ist natürlich jetzt auch. Sind das, das. Ja, okay. Ja, muss ja. Diesen Traktor hier, den kann ich nur mit Bremse rückwärts fahren. Merkwürdig. So. Mist, jetzt soll ich den Drehschirm dir da richtig hinstellen. Moment. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich versuch mal. Mein Glück. Manchmal. Recht. Manchmal klappt das, aber. Na, manchmal auch nicht. Oder ich dreh mal und dann fahr ich so dicht dran, wie es geht. Ja. Aber es ist ja dann auch das Problem, so wie hier, man sieht es, die jungen Pflanzen wieder, die nachwachsen, aber wie gesagt, wenn du da jetzt, du selber jetzt weiter ernten willst, dann wirst du die alle platt fahren. Ja. Du musst auch die Kollisionsdings da ausschalten. Ja, ich weiß nicht, würde es, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, wird es irgendwie in der Realität irgendwie nur alle 3-4 Reihen gepflanzt oder so, dass man da mit dem Trecker gut zwischenkommt oder wie läuft das? Ich will mal irgendwie das bei YouTube anschauen, wie das funktioniert. Jetzt passt's. Boah, das ist aber echt eine Mega-Ernte. Guck mal, der ist komplett voll fast. Ja, oder so halb voll, ne? Ja. Aber es ist schon krass, ja. Dafür, dass er erst da... Das war jetzt das anderthalb Reihen. Ne, 2,5 Reihen sind das gewesen. Das ist schon... Gut, wenn ich da jetzt drüber fahre, mache ich die jetzt schon kaputt. Ne? Ja, aber überlegt muss ich ja. Obwohl, ich kann vielleicht von... Ja. Wenn man überlegt... Ja, genau. Dass man dann noch dreimal ernten kann, theoretisch. Schon lukrativ. Muss man nicht mehr arbeiten gehen. Jo. Deswegen auch die Villa. Erklärt alles hier. Ja, vielleicht sollten wir da tatsächlich gucken, dass wir den Überladewagen oder Container... Ah, was macht er jetzt hier? Ist er ein bisschen verwirrt von sich selbst. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir den Container da austauschen, dann, sobald wir uns das leisten können, durch einen größeren, weil da müssen wir nicht so oft abladen. Ja. Weil wenn jetzt wirklich alle 2,5 Dings hier, schon anstrengend. So, jetzt läuft's wieder. So, ich schütte mal die 10.000, die ich jetzt hier habe, mal in die Halle. Und die nehmen wir dann wieder zum Bepflanzen, ne? Naja. Ach, ist das schön hier. Das erste Geld wird jetzt verdient. Jo, ging noch recht fix. Durch eigenen Verdienst. Ja gut, wir haben natürlich jetzt auch einfach und vor allen Dingen ohne die Zwischenstufen gespielt, ne? Natürlich sein. Ja, das stimmt. Aber uns stehen auch noch große Investitionen, gerade für den Zuckerrohr stehen uns noch große Investitionen bevor. Also was kosten die große 300.000, dieses ganz große Ding? Ja, 300.000. 115. Okay. Und das wollen wir auf jeden Fall ja noch erspielen. Ne? Also es soll ja kein Megaprojekt werden hier mit 100 Folgen oder so, aber das wollen wir ja schon noch erspielen, denke das ich. Das sollte rauskommen. Und dann auch hier diesen Büroanhänger, diesen cool. Kannst du ja hintereinander hängen, habe ich gesehen im Video. Diese Randon, diesen Auflieger und dazu noch den. Ja, genau. Ne? Ja, man kann auch die ganzen Überladedinger, die wir jetzt hier auch schon verwenden, diesen grün von Lizard, den kann man auch hintereinander hängen. Also man kann da eine beliebig lange Anhängerschlange machen. Okay. Wenn man das möchte. Wenn du jetzt von innen guckst, siehst du da überhaupt was? Nö. Mal gucken. Bist du blind, ne?
Das ist auch, das ist ein Skandal. Ja, weil es alles durch den Traktor Das fährt, geht ne? alles durch den Traktor durch. Hm. Und dafür soll man 20 Euro bezahlen. Du fährst, wahrscheinlich hast du keine Orientierung mehr, aber du bist gerade... Das ist ein Witz. Guck dir das mal an. Das ist ein absoluter Witz. Ja, das stimmt. Also was, also habe ich kein Verständnis für. Nee, also das hätten sie dann selbst mal merken müssen, ne? Ja. Das ist ja das Gleiche, wenn du in die große Maschine fährst, wie ich es gesagt habe. Und du sitzt in der Maschine drin und denkst so, weil du hast ja eigentlich ein geiles Fahrgefühl in dem Teil, ne? Und dann fährst du aber hier durch und siehst nichts mehr, weil du dauernd die Halme im Cockpit hast, ne? Vor allen Dingen ist mir auch völlig unverständlich, warum der jetzt hier anfängt. Also warum er jetzt hier aufgehört hat, hier jetzt eine Reihe hat stehen lassen und hier jetzt weitermacht. Also irgendwie, ein paar Sachen stimmen da wohl nicht so ganz. Ja, das war ein Fehler. Ja. Dass das durch den Traktor durchgeht. Ich glaube nämlich beim Zuckerrohrernter, obwohl, nee, da ist ja deshalb nicht der Fall, weil man das vorher schon aberntet. Da ist ja vorne das Schneidwerk dran, dann sieht man das gar nicht mehr. Mir kam das ganz unbekannt vor, dass das alles im Traktor selbst ist. Ja, bin ich aber wenig begeistert von. Muss ich wirklich sagen, große Enttäuschung. Ja, andererseits hätte ich gestaunt, sehr gestaunt, wenn das jetzt nicht mehr so gewesen wäre. Aber? Ja. Ja, man müsste das eigentlich schon hingehen. Ich meine, das macht ja schon der... Du siehst ja schon, wenn es regnet. Ne? Wenn es ins Fahrzeug reinregnet oder in die Gebäude reinregnet. Das kriegt dir selbst der Euro Truck Simulator super hin. Ne? Dass du da wirklich das Gefühl hast, so vom Regen, der... Ja. Ja, und nicht der, der durchs ganze Auto dann durchgeht. Ne? Das ist richtig. Ja, ein bisschen enttäuschend jetzt. So. Jetzt mal die Chance und tank mal schon jetzt ab, wo das noch halbwegs vernünftig ist. Ja, das wäre dann in der Tat was für LS19, dass sie das endlich mal ausbügeln, weil das sollte eigentlich heutzutage, finde ich, machbar sein, dass man da... Ja. Finde ich auch. Können wir auch direkt daneben fahren und dann direkt hier reinladen? Geht das? Also in den Kipper? Ja, müsste eigentlich. Okay, jetzt wo der Anhänger dran ist, erkennt er das glaube ich nicht. Das geht dann nicht. Also dass er selber ablädt, meinst du? Ne, das macht er glaube ich nicht. Oder? Das wäre, kann ich mir nicht vorstellen. Also nee, ist auch nicht so. Naja. Ja, das sieht total scheiße aus, wenn der Helfer hier durchs Feld fährt und man sieht einfach gar keinen Traktor. Es sieht... Sieht urig aus. Echt, das ist wie so, echt... Wie so eine ferngesteuerte Maschine quasi. Ja, so ein bisschen fancy. Und ich hab jetzt... Es soll ja auf der Messe hatten sie irgendwie... Oder? Ja, guck mal, jetzt kommen wir in die Messe Ferguson schnell. Ja, Moment. Ah, nee, jetzt ist schon zu spät. Ah, der hat nämlich gerade im Feld gedreht und das war dann noch mehr fancy. Also das... Das sah ultra kacke aus, kann man sagen. Da sah man dann nur noch das Rohr emporsteigen. Sonst war alles verschwunden. Aber was macht der denn hier? Wieso? Das fängt er ja ist fängt keine Ahnung. Ein Stück weiter vorne an. Ich hab nichts gemacht. Ich hab das Gefühl, der macht das irgendwie quer hier. Der erkennt das Feld nicht mal richtig. Was ist denn das? Kann wohl nicht wahr sein. Der hat eine spezielle Technik. Ja, eine spezielle Scheißtechnik ist das, glaube ich. Also, es ist. Übrigens, was ich nicht gelesen habe, es wird in Zukunft so kleine Roboter geben, die wiegen um die, weiß nicht, maximal 200 Kilo. Und die können dann wohl das Feld bearbeiten. Dass dann so mehrere Roboter gleichzeitig haben wohl den das ist interessant. Vorteil, dass die den Boden nicht so zusammendrücken wegen dem Gewicht halt. Ne? Mhm. Gut. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, naja. Schade. Traurige Erkenntnis. Das sieht nicht so schön aus. Also da dann lieber besser von außen fahren, sonst... Oder fahren lassen halt, den Helfer. Ja, aber das ist ja wirklich doof. Also weil normalerweise hast du schon recht. Du müsstest jetzt...
Entweder willst du jetzt hier weiterfahren oder du fährst zum Feldende und ja, fährst dann halt so Viereck. Mhm. Naja. Warte. Nächste Mal. Ich muss mal, gerade zum Ende der Folge muss ich mir nochmal schnell hier das aufrufen. Zuckerrohr. Ich will mal Ernte. Ich will mal wissen, wie die das in echt machen. Wie, ob wir das vielleicht falsch angepflanzt haben. Mhm. Nee, die haben das auch. Die haben das auch nicht in solchen Reihen gemacht, sondern die machen das auch, wie wir es gemacht haben und fahren dann offensichtlich im Viereck tatsächlich. Also immer eine große Runde. Was die Felder so angelegt sind. Obwohl, hier gibt es mal ein bisschen weiter, aber nee, generell wird das, glaube ich, so gemacht, wie wir es jetzt auch gemacht haben. Ja, aber das jetzt sieht so komisch. Jetzt ist ja noch schlimmer. Ja, das ist genau das Bild, was ich meinte. Das ist genau das. Ja, da muss ich auch dran denken. Aber guck mal, jetzt wird er wenigstens bis zum Ende. Ja, immerhin. Aber wieso macht er das jetzt? Jetzt hat er sich mal durchgekämpft hier wieder. Ja, hat sich durchgekämpft und. Man sieht aber auch gar nicht. Doch, hier. Ja, ja, so. Ja, halbwegs ja, sieht man es. Okay. Gott, oh Gott. Ja, schon ein bisschen blamabel, ne? Muss man schon so sagen. Gab's an der Stelle an Giants. Letzten 6. Beste. War stets bemüht. Genau. Im Zeugnis stehen. Schade, weil es ist doch eigentlich schon toll gemacht. Eigentlich, ja. Ist doch. Da waren wir anfangs gut, etwas euphorisch und so, aber. Jetzt. Naja, aber du musst wirklich sagen, die Partikel, die fliegen schon schön, ne? Ja, es ist ja auch viel schön. Die Villa ist auch schön und so. Aber das ist ein essentielles Feature und wenn das nicht so funktioniert, wie es funktionieren muss, dann ist es schlecht. Ja, da kann man nichts anderes sagen. Ne. Aber so, wenn es. So sieht es ja nett aus. Ja, so sieht es gut aus. Keine Frage. Haben wir eine Reihe wieder gefunden. Auch vorne, ne, wenn er abschneidet, wie die Blätter runterfallen zum Beispiel. Was macht er jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Er ist voll, glaube ich. Oh. Müssen wir mal dranfahren wieder mit dem Kipper. Naja, aber das ist vielleicht dann auch wieder eine Aufgabe für die nächste Folge. Wir haben uns das auf jeden Fall jetzt mal angeschaut, hier die Zuckerrohrernte, und werden auch noch so weit spielen, bis wir dann den größeren Ernter uns leisten können. Ich denke mal, das wird hier nach den ersten 2-3 Ernten dann tatsächlich auch schon der Fall sein. Also ich glaube nicht, dass das noch so lange dauert, auch bei unserem Spiel, bei unserer Spielstufe, bis wir den großen Ernter uns kaufen können. Ja, und dann werden wir dann mal so weitermachen. Also, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal sagen Tom und ich tschüss. Mach's gut, YouTube. Ciao.